Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video von dir. Ja, genau. Ich befinde mich gerade mal wieder bei meinen Eltern hier zu Hause. Ihr erkennt es einerseits an dem Hintergrund und andererseits an der komplett beschissenen Videobeleuchtung, denn das übernimmt gerade die Google-Startseite, die hier auf meinem Laptop geöffnet ist. Aber, meine Damen und Herren, ihr seht es natürlich alle schon im Titel eingeblendet. Das ist der Grund, warum ihr auf dieses Video draufgeklickt habt. Ich werde euch heute zeigen, was sich auf meinem iPhone X befindet. Das ist übrigens sehr schöner Popsocket. luca-shop.de. Mega das super Ding, kann man das Handy einfach mit festhalten, kannst das Handy hinstellen, das seht ihr jetzt gerade nicht, aber steht. Wo fangen wir denn an, meine Damen und Herren? Also, hier auf der rechten Seite habe ich ein paar Apps und hier auf der Standardseite, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der ersten App, die ich nämlich oben links habe, und zwar Nachrichten. Ja, nutze ich nie, sondern eigentlich nur WhatsApp. Rechts neben Nachrichten haben wir dann auch den Kalender. Ist halt stinknormale Kalender-App, habe ich halt meine Termine drin. Dann habe ich hier oben noch Fotos, Kamera. Auf solche Apps muss ich, glaube ich, jetzt nicht wirklich eingehen. Mit der Kamera mache ich Fotos und die sind dann in der Fotos-App. YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr die App schon kennt. Die ist jetzt ganz neu auf dem Markt. Da kann man so Videos hochladen. Die, glaube ich, noch nie von gehört. Sleep Cycle. Das ist eine App, die dokumentiert, wie ich schlafe. Also man stellt sich abends nicht normal einen Wecker, der dann irgendwie klingelt, sondern die App weckt einen ganz, ganz langsam auf und schaut, wann man im Tiefschlaf ist und wann im mittleren und im, wann man vielleicht auf Toilette pissen war oder so. Man kann halt hier so einstellen, yo, ich will jetzt irgendwie um 8.45 Uhr aufwachen und keine Ahnung wann. Und dann kann man auch sich die Statistik der letzten Male angucken und dann steht hier zum Beispiel, wow, da habe ich super von 2.28 Uhr bis 7.45 Uhr geschlafen. Das ist super, Luca. 5 Stunden 16 Schlaf, damit kommst du auf jeden Fall über die Runden. WhatsApp. Sind wir hier im Krieg oder was? WhatsApp kennt, glaube ich, auch jeder mittlerweile. Ist halt dieser stinknormale Messenger. Messenger! Ist halt der stinknormale Messenger von Facebook. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, das nicht mehr integriert in Facebook zu machen, sondern da in eine extra App das. Mann, die da, das macht null Sinn. Karten hier vorne ist auch wieder eine stink... Ich kann Karten löschen? Digga, ist deren Scheiß ernst oder was? Fuck man, Luca nimmt ein Video auf, erstmal 10 Düsenjets und Bomben auf sein Haus. Halt eine ganz normale Apple-App, genauso wie Mail, wo ich meine ganzen Mails drin habe. Facebook ist jetzt, kennt ihr glaube ich auch alle. Achso, übrigens, das ist überhaupt keine Werbung für irgendeine App, die ich euch hier zeige. Wetter Online ist einfach eine App, die meiner Meinung nach besser das Wetter bestimmen kann als die Apple-Wetter-App. Weil das Apple-Wetter... Das wird irgendwie aus Los Angeles gemessen und das stimmt irgendwie nie. Uhr. Ich würde mal sagen, diese App zeigt mir die Uhr an. Ist nice, oder? Notizen. Diese App nutze ich mit am häufigsten neben Instagram, Snapchat und WhatsApp auf meinem Handy, weil ich da einfach alles drinstehen habe. Also sei es eine Einkaufsliste, wenn ich mal irgendwie in Rewe muss, sei es irgendwelche Sachen, die ich noch zu tun habe im Haushalt. Auf jeden Fall schreibe ich mir da alles rein. Also auch wenn ich irgendwo sehe, okay, der Witz war lustig oder hier irgendwie das Zitat finde ich ganz cool. Notizen-App ist bei mir voll gemüllt. Mit Müll. Soundcloud und Spotify, das sind die Apps, mit denen ich eigentlich primär meine Musik höre übers Handy. Also es gibt ja Leute, die machen das über YouTube und laden sich das dann irgendwie über solche Drittanbieter-Apps runter, die Lieder oder so. Ich mache das eigentlich nur über Soundcloud und diesen Premium-Service, dass man das quasi offline hören kann und über Spotify. Übrigens habe ich auch eine Menge Spotify-Playlisten, also so Hip-Hop oder Deutschrap oder Elektro oder so, auch schon mit voll vielen Followern. Also erstmal danke dafür, aber ihr findet die auch in der Beschreibung immer verlinkt. Also wenn ihr wissen wollt, was ich für Musik höre, könnt ihr einfach da folgen. Ich kriege da kein Geld für und so, aber keine Ahnung, mich fragen halt immer voll viele Leute, hey, was hörst du für Musik? Einstellungen. Warum habe ich eigentlich solche dummen Apps wie Einstellungen oder Uhr auf meiner Frontpage? Blitzer.de Pro. Das ist, damit man sieht, wann ein Blitz einschlägt. App Store. Das ist halt so ein türkischer Bazar, wo man sich Apps ersteigern kann. Da sagt Apple, yo, bezahl 40 Cent. Du sagst, nee, ich habe nur 30. Dann sagen die, ja, okay, dann gib uns 20. So läuft das da ab. Twitter. Nutze ich derzeit nicht mehr so viel wie früher. Also früher habe ich wirklich rund um die Uhr getwittert und gesagt, yo, jetzt habe ich mir einen Toast gemacht, jetzt habe ich es gegessen, jetzt kotze ich es gerade wieder aus, weil es mir irgendwie scheiße geht. Derzeit tweete ich nur noch irgendwie was, wenn ich irgendwie müde bin und so halb am Handy hänge oder wenn ich irgendwie war, gerade, weiß ich nicht. Also ihr könnt mir gerne bei Twitter folgen, da sage ich immer, wenn ich Luca reagiert mache, aber eigentlich bringt es euch keinen Mehrwert. Folgt mir lieber bei Instagram. Instagram.com/laserluca. 9gag. 9gag ist eine App, die hat genau 9 Witze. Ja, und ich mag das. Social Blade. Social Blade ist einfach ein soziales Schwert. Also das ist quasi ein Schwert, was genau sozial schneidet. Also nicht jetzt irgendwie, wenn du dann Brot hast und dann schneidet da einer durch und dann hat der eine irgendwie mehr und der andere weniger. Das Social Blade, das ist ein Schwert. Das ist, ne? Nee, Social Blade zeigt YouTube-Statistiken an, aber ist, glaube ich, für euch nicht so interessant. YouTube Studio sind auch YouTube-Statistiken. Also da kann ich sehen, okay, das Video kam bei euch scheiße an,
Davon sollte ich definitiv mehr hochladen. Tabellen. Das ist eine App, die ich wirklich jedem YouTuber nur empfehlen kann. Und zwar ist das einfach dieses Google-Tabellen, keine Ahnung was, Dings da. Und das ist halt ganz geil, weil da kann man dann einerseits mit seinem Laptop, wenn man zu Hause ist, oder seinem PC oder keine Ahnung was, drauf zugreifen. Und halt auch mit seinem Handy. Also wenn man einen Upload-Plan hat oder Ideen oder, keine Ahnung, Videoideen oder so, hat man die immer synchronisiert dabei. Also so wie meine Notizen-App auch. Also eigentlich braucht ihr die doch nicht. Telefon. Damit bereite ich mir mein Mittagessen zu. Snapchat. Snapchat, super. Ist der Karton, auf dem meine Kamera gerade steht, das ist ein Karton von Snapchat, den die mir zu Weihnachten geschickt haben. Snapchat ist eine App, die ihr, glaube ich, auch kennt. Also man kann sich Snaps verschicken, Bilder schicken, etc. Safari. Das ist eine App, über die man sich relativ leicht in Afrika Safaris buchen kann. Also die haben dann Sonderangebote und sowas alles. Die nächste App ist Instagram hier unten rechts. Ich habe Instagram. Instagram.com/laserluca. Falls ihr es im gestrigen Video noch nicht richtig mitbekommen haben solltet, ich habe einen neuen Kanal außerdem auf YouTube aufgemacht. Und zwar werde ich auf diesem Kanal meine Instagram-Stories wöchentlich hochladen. Der Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Also lasst da gerne mal ein Abo da und da könnt ihr dann wöchentlich immer sehen, quasi so ein wöchentlicher Vlog, was ich gemacht habe in der Woche. Und wenn ich Livestreams mal mache, dann werden die da auch hochgeladen. Also hey, lasst abonniert, ja. Das war jetzt auf jeden Fall die erste Seite meiner Apps und das hier ist die zweite Seite. Also da habe ich jetzt auch nochmal so ein paar Ordner. Ich will jetzt nicht jede einzelne Kack-App da durchgehen. Erstmal habe ich hier einen Fotografie-Ordner. Da habe ich Play Memories oben links. Damit mache ich quasi... Warum habe ich diese Scheiß-App eigentlich? Das kann ich eigentlich mal löschen. GoPro habe ich noch. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Camera Connect ist eigentlich das gleiche wie die GoPro-App, einfach um die Kamera mit dem Handy zu verbinden. Facetune nutzen eigentlich diese ganzen Instagram-Models, um sich einen Pickel wegzumachen. Ich nutze es eigentlich viel mehr, um beispielsweise Max ab und zu mal ein drittes Auge auf die Stirn zu setzen. Prisma, was ist Prisma? Prisma habe ich gerade gelöscht. Wusste ich gar nicht mehr, dass ich das irgendwie auf dem Handy habe oder was das überhaupt ist. iColor, da kann man sich so Emojis in die Augen setzen. Das ist eigentlich ganz lustig. VSCO, damit bearbeite ich meine Instagram-Bilder und Producer. Das ist so eine Meme-App, da kann man so Memes mitmachen. Dann habe ich hier den Apple-Ordner, da werde ich jetzt allerdings nicht drauf eingehen. Da sind diese ganzen Standard-Apple-Apps drin, die ich einfach nie brauche, wie beispielsweise AirPort oder halt Wetter oder ein Rechner. Ich meine, wer muss rechnen? Ich habe so ein fettes Gehirn, fragt mich irgendwas, ich kann es euch beantworten. Luca, was ist 29 durch 3? 40. 29 durch 3? Das ist nicht 40. Ja, das ist, ich war jetzt nicht so weit entfernt. Dann habe ich hier einen Spieleordner, da habe ich drin Candy Crush, kennt glaube ich jeder Minecraft. Vielleicht kennt ihr das, das ist so ein Würfelspiel. King of Boost, das ist ein Trinkspiel, genauso wie Piccolo. Die Muschel, das ist von SpongeBob diese Muschel, da kann man so Sachen aufsagen. Pokémon Go, aber seit Wochen, Monaten, Jahren nicht gespielt. Mario Run habe ich mir nur runtergeladen, weil das bei Apple so krass angepriesen wurde, war allerdings die größte Kack-App, die es gab. Ich hasse Apps, für die man einfach standardmäßig Internet braucht, um die zu spielen. Was mache ich denn, wenn ich mal im Flieger sitze? Da kann ich das einfach nicht spielen. Deswegen habe ich auch noch Candy Crush, weil das... somit das Einzige, was man noch spielen kann, ohne so krass im Internet immer sein zu müssen. Tiny Wings, Fruit Ninja, Mi, Tomo, Übersetzer, FaceApp, Pocket Camp, Companion von FIFA und der Generator für Memes. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, Luca, warum ist eine Google-Übersetzer-App bei deinen Spielen? Also wenn man da Beleidigungen eingibt und die von der Stimme vom Google-Übersetzer vorlesen lässt, dann ist es... schon hart lustig. Dann habe ich hier vorne noch eine Travel-App, da sind einfach so Sachen drin wie Air Berlin, die brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Miles and More, wo ich halt Flugmeilen mit sammle. Dann eine Breezecam für eine Drohne von mir, die habe ich kaputt gemacht, von daher kann ich das auch mal löschen. Deutsche Bahn-Apps, Staumelder, Airbnb, Uber, Ryanair, halt so Sachen, wenn man irgendwie unterwegs ist. Dann habe ich hier noch Sonstiges, da sind halt alle Sachen drin, die man keiner richtigen Kategorie zuordnen kann. Zum Beispiel irgendein QR-Code-Scanner, Immobilien, Amazon, Essenslieferanten, Sportnews, Lieferheld, PayPal, Sonos, Goat. Goat ist keine Ziege, sondern das ist eine ganz gute Plattform, wenn man sich Sneaker oder Klamotten kaufen will. Dann habe ich halt hier noch den sozialen Ordner. Da muss man sich wirklich gut benehmen, wenn man da reingehen möchte. Da ist wirklich ein relativ soziales Ambiente vorhanden. Da sind so Sachen drin wie beispielsweise Jodel oder Netflix-Tad oder halt sowas wie Hootsuite oder keine Ahnung, Fancy. Wisst ihr, Freunde, ich bin halt immer fancy unterwegs, deswegen brauche ich solche Apps halt. Und dann habe ich hier vorne noch Clash of Clans, weil ich in letzter Zeit einfach sehr, sehr viel spiele und Grailed einfach auch wegen Klamotten nachschauen und so. Das waren dann allerdings eigentlich schon alle meine Apps. Ich habe jetzt alle erklärt, die ich hier auf der Frontpage habe, die ich wirklich die ganze Zeit nutze und die hier vorne und so, die ich halt eher weniger häufig nutze, habe ich jetzt nicht so viel erklärt. Also ich weiß nicht, wenn es euch jetzt mega interessiert, Luca, was machst du mit WhatsApp-Prank? Dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, zu welcher App ihr noch ein paar mehr Informationen möchtet, dann kann ich euch ja vielleicht auf den Kommentar einfach antworten. Also wenn jetzt einer schreibt, ey, was ist denn das und das für eine App und das hat dann irgendwie 1000 Likes oder so, dann werde ich da natürlich dann ausführlich drauf antworten. Sonst würde ich an der Stelle jetzt auch das Video hier beenden, meine Damen und Herren. Wie bereits gesagt, unten in der Beschreibung findet ihr einige Spotify-Playlisten von mir eingeblendet. Da habe ich jetzt mal komplette Mucke reingepackt, was ich derzeit höre in Richtung Hip-Hop, Deutschrap oder auch House. EDM höre ich eigentlich so am meisten. Und ihr findet in der Beschreibung unter anderem mein Instagram eingeblendet, wo ihr mir gerne folgen könnt. Da haben wir jetzt 2 Millionen Follower, meine Damen und Herren. Danke dafür. Da habe ich gestern ein Kindheitsbild von mir hochgeladen. Und ihr findet auch meinen neuen Kanal in der Beschreibung eingeblendet, wo wöchentlich jetzt meine Story dann immer hochkommt. Und ja,
Da. Das war's vom Video. Tschüssi. Das war's jetzt hier vom Video. Das war's jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier zwei andere Videos. Und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken. Dann bekommt ihr Benachrichtigungen.